Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Dezibel. Dezibel sind keine kleinen Tierchen, die den Elektrotechniker ärgern, sondern eine Einheit. Und diese werden wir zunächst einmal definieren und dann werden wir sehen, was passiert mit Dezibels, wenn wir denn mehrere Schaltungen hintereinander schalten, bei denen Dezibel jeweils eine Rolle spielt. Gut, Dezibel, vereinfacht gesagt, ist ein Maß für Verhältnisse von Spannungen, Strömen oder Leistungen. Das heißt, Dezibel verhält sich ähnlich wie Prozent. Das heißt, wir können Dezibel immer nur als relative Größe angeben. Eigentlich. Aber damit fangen wir zunächst einmal an. Und der Unterschied zu Prozent ist, dass Dezibel eine logarithmische Größe ist. Schauen wir uns das einmal hier in diesem Diagramm an. Wir sehen hier auf der rechten Seite eine Achse mit verschiedenen Spannungsverhältnissen. Hier in der Mitte ist das Verhältnis 1. Das bedeutet beispielsweise, wenn wir jetzt einen Verstärker oder einen Filter oder ähnliches haben, ist die Spannung am Anfang und am Ende genau gleich groß, 1 zu 1. Wenn wir jetzt hier das Verhältnis 10 haben, bedeutet das, dass die Spannung am Ausgang 10 mal größer ist als am Eingang. Und entsprechend 100 mal. Und wenn wir hier bei 0,1 sind, dann haben wir wahrscheinlich keinen Verstärker, sondern ein Dämpfungsglied, bei dem die Ausgangsspannung den Faktor 0,1 hat gegenüber der Spannung am Eingang. So, das ist die rechte Achse. Die linke Achse, die zeigt jetzt, welcher Wert in Dezibel diesem Verhältnis entspricht. Also, Beispiel, wenn wir hier also ein Spannungsverhältnis von 10 haben, der Verstärker also die Spannung um den Faktor 10 anhebt, so können wir auch sagen, der Verstärker verstärkt die Spannung um 20 Dezibel. Wenn der Verstärker stärker ist und dass die Spannung um den Faktor 100 verstärkt, so können wir sagen, der Verstärker hat eine Verstärkung von 40 Dezibel. Entsprechend gilt, dass also ein Gerät, was jetzt abdämpft, wenn es die Ausgangsspannung um den Faktor 0,1 reduziert, so hat dieses Gerät eine Dämpfung von minus 20 dB oder bei 0,01 entsprechend minus 40 dB. Sie sehen also, eine Verstärkung gibt eine positive Dezibelzahl, eine Abschwächung eine negative Dezibelzahl. 0 Dezibel bedeutet nicht, dass am Ende nichts rauskommt, sondern dass 0 Verstärkung da ist. Sie sehen, 0 Dezibel entspricht praktisch dem Spannungsverhältnis von 1. Um jetzt genau zu sagen, welche Dezibelzahl denn jetzt für ein entsprechendes Spannungsverhältnis gut ist, müssen wir die Gleichung anwenden, mit der Dezibel definiert ist. Die ist hier unten angegeben. Das heißt, wir rechnen zunächst einmal den 10er Logarithmus des Spannungsverhältnisses aus und multiplizieren ihn dann mit 20. Also, 10er Logarithmus von 10 wäre 1, mit 20 multipliziert ergibt dann eben 20 Dezibel. Der 10er Logarithmus von 100 wäre 2, wir sehen, jetzt hat 2 Nullen, ja, entsprechend mal 20 Dezibel multipliziert ergibt als Ergebnis 40. Auf die Weise können wir also exakt ausrechnen, wie viel Dezibel einem Spannungsverhältnis entsprechen und umgekehrt.
Wir sollten uns vielleicht den ein oder anderen Wert an Spannungsverhältnis in Dezibel merken. Zum Beispiel eine Verdoppelung der Spannung, also ein Spannungsverhältnis von 2, entspricht exakt einem Dezibelwert von 6. Oder ziemlich exakt. Ja, es sind ein paar Kommastellen dahinter, aber wenn wir merken, 6 Dezibel ist eine Verdopplung, das reicht für ingenieursmäßige Anwendungen. Ein weiter Wert, den ich jetzt hier so ein bisschen dazwischen gequetscht habe, ist eine Verstärkung von Wurzel 2, entspricht dann einem Wert von 3 Dezibel. Ja, das sollten Sie sich gut merken. 3 Dezibel entspricht einem Verstärkungsfaktor von Wurzel 3. Wenn wir entsprechend in die andere Richtung umrechnen wollen, das heißt, wenn wir die Dezibels gegeben haben und das Spannungsverhältnis ausrechnen wollen, dann müssen wir diese Gleichung umstellen. Das habe ich jetzt hier unten für Sie einmal gemacht. Wir haben jetzt gerade das Verhältnis von Spannungen uns angeschaut und wie viel Dezibel das entspricht. Wenn wir jetzt das Verhältnis von Leistungen anschauen, müssen wir aufpassen. Denn, Sie erinnern sich vielleicht, die Leistung an einem Widerstand ist proportional zum Quadrat der Spannung. Es gilt ja, P ist U Quadrat durch R. Das heißt, wenn wir also in einer Schaltung an einem Widerstand die Spannung um den Faktor 10 erhöhen, bedeutet das, dass wir da die Leistung um den Faktor 100 erhöhen. Das ist jetzt hier in einer weiteren Achse einmal dargestellt, die entsprechend widerspiegelt. Das heißt, wenn wir also ein Leistungsverhältnis von 100 haben, entspricht das einem Spannungsverhältnis von 10 und das entspricht einem Wert von 20 Dezibel. Entsprechend ist ein Spannungsverhältnis von 100 einem Leistungsverhältnis von 100 mal 100, macht 10.000. Das heißt, hier haben wir dann 40 Dezibel. Das Umrechnen eines Leistungsverhältnisses in Dezibel ist noch deutlich einfacher. Ganz einfach, wir brauchen nämlich nur wenn wir gerade Werte mit einer 1 davor haben, brauchen wir nur die Zahlen der Nullen zu zählen. Also, der Dezibel von einem Leistungsverhältnis von 10.000 sind 1, 2, 3, 4 Nullen. Also 4 0 Dezibel, macht 40 Dezibel. So kann man sich das leicht merken. Das heißt also, das Leistungsverhältnis in Dezibel, das berechnet sich zu 10 mal der 10er Logarithmus des Leistungsverhältnisses von Ausgang zu Eingang. Auch hier können wir dann wieder einige Werte charakteristische Werte merken, denn ein Leistungsverhältnis von 10 entsprechen 10 Dezibel und die 3 Dezibel, wo wir uns gemerkt haben, dass sie einem Spannungsverhältnis von Wurzel 2 entspricht dann natürlich einem Leistungsverhältnis von Wurzel 2 zum Quadrat, macht 2. Merken wir uns also, 3 dB heißt eine Verdoppelung der Leistung. Einen letzten Wert sollten wir uns vielleicht noch merken, und zwar ist das nämlich, was entspricht einem Spannungsverhältnis, wenn wir ein Leistungsverhältnis von 10 haben. Dann haben wir für das Spannungsverhältnis die Wurzel aus 10. Sie können mal im Zeichenrechner ausprobieren, die Wurzel aus 10 ist ungefähr Pi. 3,14 ist auch die Wurzel von 3 und dann die folgenden Nachkommastellen sind etwas anders. Also wenn wir es ungefähr merken, Pi oder meinetwegen auch 3, ja, um es sehr grob zu schätzen, ja, als Spannungsverhältnis, das entspricht dann also einem Wert von etwa 10 Dezibel als Spannungsverhältnis. Ne, exakt ist es genau das Leistungsverhältnis 10. Gut, kommen wir nun zu
der Frage, wie sieht das aus, wenn wir mehrere Verstärker beispielsweise hintereinander schalten oder Dämpfungslieder, kommt aufs Gleiche raus. Wir haben jetzt hier einmal eine Eingangsspannung am Eingang, Verstärker 1, Verstärker 2. Und bei dem Verstärker 1 ist angegeben die Verstärkung A1 in Dezibel, vielleicht 20 Dezibel, also er verstärkt den Faktor 10. Der zweite Verstärker hat vielleicht sogar 30 Dezibel, verstärkt also die Leistung um den Faktor 3. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie groß ist die Gesamtverstärkung, dann würden wir die Spannungs- oder die Leistungsverhältnisse miteinander multiplizieren. Bei Dezibel geht diese Multiplikation in eine Addition über. Das heißt, wir brauchen einfach nur die Dezibel von Verstärker 1 und die Dezibel von Verstärker 2 zu addieren. Wenn der also hier der erste 20, der nächste 30 hätte, hat also insgesamt die Kettenschaltung dieser beiden Verstärker eine Gesamtverstärkung von 50 Dezibel. Dezibelwerte addieren sich in der Kettenschaltung. Entsprechend addieren sich natürlich auch negative Werte, wenn dann hier entsprechend vielleicht ein Abschwächer und ein Verstärker hintereinander kommen. Ich empfehle Ihnen dazu, die ein oder andere Übungsaufgabe zu rechnen, insbesondere auch um Kennwerte besser auswendig zu kennen, denn es ist schon ganz hilfreich, wenn man weiß, dass also 6 Dezibel eine Spannungsverdopplung sind oder minus 3 dB eine Abschwächung um Wurzel 2. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.